Ich begebe mich heute auf eine Mission. Seit mehreren Jahrzehnten herrscht schlechtes Wetter. Der Klimawandel findet vor unseren Augen statt. Wir müssen endlich handeln. Leute, wir müssen mal ein ernstes Gespräch führen. Wegen der Veränderung des Klimas ist das Leben auf diesem Planeten voll bedroht. Hört ihr? Jesus Maria. Ich hab's immer gewusst. WissenschaftlerInnen der Universität Heidelberg sagen, wenn wir unsere Gewohnheiten nicht ändern, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Bojo, die Mistgabel. Okay. Das klingt wirklich beängstigend. Wie lange haben wir noch? In 380 Jahren sind sie unumkehrbar, die Veränderungen. 380? Na dann. Ich weiß ja, das scheint noch sehr weit weg zu sein. Doch je früher wir anfangen, Dinge zu verändern, wenn wir die Rinderzucht einschränken zum Beispiel, dann werden die Fürze nicht die Atmosphäre vernichten. Ist doch noch ein Weilchen hin, bis es soweit ist. Ja, wenn es schon in 100 Jahren wäre. Oder schon in 30. Ja, 30 klingt beängstigend. Dann würden wir uns auf der Stelle festkleben. Wir würden wie komplette Idioten dastehen, wenn sich herausstellen würde, dass der Klimawandel in 30 Jahren unumkehrbar ist und wir nichts dagegen getan haben.